Assalamu alaikum, meine Lieben, hier sind wieder die verrückten Tiere. Ja, was sieht mein Auge da? Was buddeln die da? Hilfe! Also, Oxy, alle Tiere da. Alles okay bei euch? Ja? Mal gucken, alle leben alle. Alles gut. Sag's euch. Ja, jetzt kommt der Winter, da muss man gucken. Also, ja Leute, ich kann nicht ohne euch. Ja, jetzt füttern wir. Darmkolik überstanden, aber eigentlich auch nicht. Ich habe immer noch Nierenschmerzen, so krampfartig. Das ist einfach, guck mal der Bambi, wie hübsch du bist, Habibi. Du bist der hübscheste Kater hier im Stall. Guck dich an, wie hübsch du bist. Habibi, guckt euch das Ding an, du. Du kleiner, süßer Habibi. Boah. Hätte das einer gedacht, so ein hübscher Kater. Ja, Marschi, ihr habt Hunger. Und wer hat hier so gebuddelt wie verrückt? Also, nee. Das ist ja der Oberhammer. Hä? Ihr, Gobi, da klatscht du, gell? Die buddeln besser als du. Hammerhart. Upsala. Du, lass die Oxy. Oxy ist auch schon groß. Na, Teddy. Guck mal, Teddy und Tammy, ihr zwei. Wie hübsch die sind, hä? Masha'Allah. Na? Na du. Ja, Leute, eine traurige Nachricht muss ich euch überbringen. Wo ist denn die? Ihr wisst ja, die zwei Hunde da, ne? Die sind, einer hat den vergiftet, den hellen Hund. Da waren doch zwei Hunde bei dem Nachbar. Ja, komm. 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 Ich nehme dich. Ja, die lässt sich in meine Hand fallen. Und du bist auch schon unterwegs. Hast du schon hier rumgefuttert? Nee. Gut. Da haben wir schon die Maus reingegeben. Ah, der Tiki hat die Maus gefunden. Ja. Und das Kissen. Ja, die haben den Hund vergiftet. Der hat irgendwie Fisch bekommen mit Gift drinne. Da ist denn doch bei dem Nachbar sind doch zwei Hunde gewesen. Einer behindert mit der Hüfte ob und der andere der Helle. Der Helle ist vergiftet. Jetzt haben sie nur noch den, wo die mit der Hüfte kaputt. Wahnsinn. Ich habe mich so erschrocken, als ich das gehört habe. Ja. Das war's. Brutal. Ja. Sag mal, Boris, also nee. Entschuldigung. Ach so, ich muss dir auch mal Futter machen. Selber schuld. Komm, alle Hunger hier. Ich laber hier in einer Tour. Komm. Boris, also weich, hör auf. Jeder kriegt ein bisschen was. Heidenei sieht es hier aus. Also ich bin heute Morgen schon um 4 Uhr wach. Und ja Leute, was soll ich sagen? Waschmaschine läuft, Spülmaschine läuft. Alles läuft. Oxys klopft am Boden. Was ist hier los? Hier sieht's aus. Wisst ihr, was ich heute machen will? Ich will da hinten Molochea sehen. Ob ich das hinkriege? Mahmoud ist schon auf dem Feld. Hallo, ich habe euch Kartons reingetan. Zum Spielen. Bismillah, kulutamam, aywa. Oh, ich gebe euch gleich Futter und Wasser. Alles okay. Ja, alles gut. Komm, geh mal wieder raus. Lana, du süße Maus, Lana. Okay. Ja. Schönes Wetterhammer. Mausi sagt sie, der Younes badet schon. Es ist 6.30 Uhr mit seinem Playmobil. Ist schon am Baden. Kommt, komm raus. Ja. Miu, wo bist du? Schläft er noch? Guck mal. Die Oxy ist so hübsch. Ja, fein. Hallo. Was fressen die? Ich will auch. Das ist aber Katzenfutter, Oxy. Ja, ich krieg so liebe Nachrichten von euch. Ich bin euch so dankbar, ne? Wirklich, muss man echt sagen. Machen wir mal zu jetzt hier. Auch E-Mails. Und
Ja, jetzt hat mich eine Dame auf die Idee gebracht, ich soll doch mal bei Amazon gucken, ob ich da nicht Nassfutter bestellen kann. Das ist da billiger. Das werde ich machen. Wer ruft da? Ist das die Schwiegermutter? Glaube ich. So. Gucken wir mal hier. Svetlana. Da ist sie. Alles okay mit euch? Ja, schon frisch heute Morgen, ha? Ja, die frieren. Guckt euch das Ding an. Die ziehen die Köpfe ein. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Penny. Die Hofkatze. Ach so, das habe ich gestern aufgemacht. Guck mal, ich bin auch neben der Katze. Ich habe es gestern aufgemacht und vergessen, den Rest rauszulassen. Ich wollte es wechseln. Ja, ich will hinten Molochea sehen. Mal sehen, ob ich das mache. Mal sehen, aber ich glaube eher nicht. Na, wieso ist denn die Bürste hier? Muss hier, hierher. Gut, Leute, hier ist wieder viel zu tun. Viel zu tun. Ja, mein Mann ist auch nur ein Mensch. Kann nicht alles machen, der Arme. Ja, du brauchst mir nicht boxen. Na, weg. Na, alles okay hier? Kiki. Kiki, Kiwi. Wo ist der Boy? Ah, da oben hockt er. 1, 2, 3. Die Mimi, hallo. Kommst du zu mir? Du bist ein süßer Vogel. Naja, alles gut noch, hm? Der geht's wieder gut, der haben sie doch das Ohr angebissen. Ja, geht, ist alles gut. Ja. Gut so, weiter geht's. Ja, Mausi und ich, wir gucken den Katzen zu, wie sie spielen. Das ist einfach voll süß. Gell? Wir haben schon gesagt, wir verstehen gar nicht, wie man nur eine Katze haben kann. Ist doch langweilig. Viele Katzen sind total interessant. Wo willst jetzt du hinspringen? Kommst du zu uns? Ah, Bibti, Lani. Na? Upsala, Mio. Und Bobby. Habt ihr zusammen geschlafen? Na? Schön frühstücken. Guck, der Mio. Mio. Miau, komm runter. Was ist zerbrechlich? Die haben es einfach so in die Hand genommen und haben so gemacht. Ja. So ist es bei uns. Da hinten fliegen die Enten rum und um. Hey. Es ist echt langweilig für einen, wenn man nur eine Katze hält. Aber es ist auch langweilig für die Katze, weil dann hat sie niemand zum Spielen. Genau, eine Katze ist langweilig alleine. 2, 4 hat... Das ist ganz schön. Guck mal, wie die hier rum... Jetzt hat jeder seinen Partner, mit dem er spielen kann. Guck, der kleine Pups, sie geht auch schon hoch. Oh Mio, was machst du denn? Du geh da runter, du Säckel. Ja, der hat aufgepasst. Geh weg, du darfst da nicht hoch. Ist nicht gut für kleine Kätzchen. Bleib unten, frisch dir den Hals. Mio hat eigentlich Hunger, aber der muss aufpassen. Hör auf zu wackeln, Mäusi. Guck mal. Darf ich nicht hochgehen? Nein, runter mit dir. Hör jetzt auf, ich will frühstücken. Mensch, muss immer da aufpassen auf die Viecher. Hör auf zu wackeln. Guck mal, lass mich jetzt essen gehen. Geh weg. Guck mal, das ist Tabu für dich. Schnell den Bauch lecken. Aha. Du sollst auf mich hören. Bobby, hilf mir. Bobby, das sind unmögliche Viecher. Jetzt frisst er mir mein Futter weg. Oh nein. Was soll ich jetzt machen? Ich gehe jetzt auch essen. Mir doch egal. Was? Naja. Paris und Mio spielen. Frierst du, meine Dame?
Woher sieht man, ob Katzen frieren an den kalten Ohren? Nee, ne? Ein bisschen kalt bist du. Ja, 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 ja. Was machst denn du jetzt? Nur Quatsch hier, muss immer aufpassen, wie kleine Kinder hier. Jetzt kann ich endlich frühstücken gehen. Gell, Mio? Marschi. Tu mal essen. Jetzt kann ich hoch, der frisst. Juhu, ich hab's geschafft. Abgelenkt. Jetzt passt der auf, der Bambi. Komm runter, du Depp. Ja. Ja, Baby Bambi. So ein Fuchsschwanz, gell? Du bist ein Waschbär, kleiner Waschbär. Tiggy Wiggy. Psst, psst. Tiger. Ja, Leute. Sehr süß hier, ne? Wah, wah. Komm runter, Paris. Warte, lass mich den. Und der Prinz glotzt von oben runter. Was machen die? Und die Prinz ist total beleidigt beim Futternapf. Die hat das ganze Futter auf mich. Jetzt, ich muss den runter. Und Lana beobachtet das Ganze. Ja, wir beide müssen bald nach Luxor, Lana. Na, nicht, dass du mir hier schwanger wirst. Ja, kastrieren. Hey Jack, du bist heute abgehauen. Ja, das sind unsere Enten hier. Mit denen starten wir die nächste Saison. Ja, genau, da kommst du. Bist du schon in Brutlaune? Guck mal, wie sie tänzeln. Oho. Siehst du? Besonders die. Die oder der, muss man überglotzen. Nach der Stimme gucken. Ja, doch. Sie biedert sich an. Das ist doch der Psycho-Martin und das sind seine Mädels. Hier, das ist eine von der Daisy. Schwänli haben wir hier. Und der Hechler. Deine Federn sind gewachsen. Ja, kannst noch mehr Dreck aufnehmen. Gell, Jack? Ja, du bist heute abgehauen. Baba hat dich im ganzen Dorf gesucht. Wir haben uns hier zugemacht, dass die Enten nicht rübergehen. Oh, Bübi, oh, Bübi. Ja. Na, Heidi. Oh, Bübi, Heidi, Habibti. Ja, es ist ganz schön. Jetzt ist es warm, aber es war schon ganz schön kalt. Gell? Ja, also die zwei sind immer noch nicht geschlachtet. Mein Mann kriegt's nicht hin. Er ist jetzt wieder in der Hamadi, muss Papiere machen. Das hier, sie sind zum Schlachten hier. Die ziehen wir noch groß und dann verlass, gell? Der Neskufi da, der Mulade hinten rechts. Die zwei Mädels hier. Eine, das war Bloody Mary. Die ist auch wieder gut. Beide Mädels. Die zwei weiß ich noch nicht. Sind wahrscheinlich auch Erpel. Jetzt muss ich doch die holen, weil es wird zu frisch, zu kalt. Hab den Pool heute gemacht. Wir haben aber nicht so viel Wasser, weil ich habe alle Maschinen laufen gelassen. Mahmut hat kein Wasser aufgemacht heute Nacht. Und dann haben sie da unten gebadet. Stellt euch vor, das frische Wasser verschmäht und sich einfach in die Dreckbrühe gesetzt, gell? Nicht ihr. Wer war denn das? Einer von denen. Eine von denen. Und Schwendi sitzt immer da unten. Ich hoffe nicht, dass sie schon wieder Eier legt. Ja. Gell? Die Mäuse. Die Bauernhofkätzle. Ja. So sieht es nämlich aus. Oh ja, jetzt kann ich die Enten wieder rüber schleppen. Hin und her ist es. Ein Hin und ein Her. Gell? Naja, egal. Machen wir doch. Was war das? Ja, kratzt. Kratzt dich. Guck mal, sie wächst gut. Aber hier, Princess nicht. Ja. Und der Bobby ist rüber gehupft. Ja. Was ist hier los?
Nichts ist los. Ah, Mausi hat heute ihre erste Prüfung. Hey, 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 guck mal, da fliegen Vögel rein. Das gibt's doch nicht. Gleich mal unterbinden. Schwiegermutter tut die Straße. Machen wir gleich mal zu. Ganz schnell zumachen. Dann habt das nämlich. Jetzt sind sie drin. Ich gehe rein. Komm, dann könnt ihr nämlich Vögel fangen. Kommt. Machen wir natürlich nicht. Wo sind sie jetzt? Wo seid ihr? Hä? Hast du die Vögel gesehen? Baut ihr hier ein Nest? Guck mal, muss man auch mal hier Spinnenweben wegmachen. Also ich bin blind. Ich habe doch Vögel reinfliegen. Ach so, guck mal, die gehen da rüber zu den Tauben. Sind auch nicht blöd, die Viecher. Okay, dann mache ich ja mal zu. Seid ihr hier? Hallo. Dann bringt ihr mir die Krankheiten noch in den Taubenstall, du. Nee, du, also nee. Miau, miau, was wollt ihr denn? Ach, ich wollte gerade sagen, sie steht sich doch neben Maus. Guck mal hier. Tiki. Ja. Gut. Bin hier auf Vögeljagd und die hauen ab. Komm, Straube, komm. Ihr seid, die lachen mich mit dem Popo aus, gell? Ah ja, ist auch egal, komm. Da können die auch raus. Und da unten, der Bobby. Die Mama ist blöd. Ist egal. Komm, hier haben wir noch eine. Hier ist noch mal eine Maus. Miau, 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 miau. Ich hol Futter. Bin der Futterbringer. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ich wollte noch mal hier gucken. Also, haben wir Babys, Hanoi. Erst mal gucken, ob sie leben. Noch nicht gestorben, Alhamdulillah. Guck mal, ich muss sie wieder kehren. Die machen auch eine Sauerei. Hier sitzt die weiß, die gescheckte und da die schwarze, Baba Wanga. Und du? Alles okay mit dir, Vladi. Jo. Heidenei. Das sieht aus. Nein, komm, komm, wir gehen raus. Komm. Hier sieht's aus, aber nicht aufrege Charlie. Komm. Pss, 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 pss. Tiggi, komm raus. Tiggi Wiggi. Wo bist du? Jalla, dann machen wir zu. Tschüss, Tiggi. Jetzt kommt er gleich. Komm! Okay. Die Schwiegermutter tut draußen gießen. Und ich habe drinnen Wäsche gemacht. Auch ein bisschen kosmetisiert. Ne? Ich war jetzt 3 Wochen krank. Da ist einiges zum Kosmetisieren. Jalla, Tiggi. Also weich. Der Catwalk hier. Komm! Ja, mein Mann ist in der Stadt, der muss wieder irgendein Papier machen für seinen Neffen. Heißt es Neffe? Ich weiß nicht. Der Sohn von seiner Schwester. Der ist immer noch in Kairo, der ist gut irgendwie. Also wenn er rausfällt aus der ganzen Geschichte hier von der Polizei, dann schmeißen sie ihn raus. Aber der ist immer noch im Rennen. Das heißt, er ist nicht schlecht. Sonst hätten sie ihn schon lang, Tschüssinger, weggeschmissen. Ne, das geht da immer von Prüfung zu Prüfung. Komm, ich lasse euch jetzt noch drin und heute Abend kommt ihr dann rein. Ich will nämlich, das ist zu kalt hier. Ihr lacht jetzt, Leute, aber das sind Ägypter. Es ist frisch hier. Und ich sehe schon bei der... Also entweder ist die wieder schwanger oder ich weiß nicht. Irgendwie sieht mir die Cola dick aus. Gell? Aber dann hätten wir sie schwanger bekommen. Oder bist du einfach nur dick? Keine Ahnung. Die läuft auch so komisch rum. Mausi hat auch gesagt, die sieht so dick aus. Warum, hey? Was ist hier los? Oh, wow, oh, wow. Oh. Sehr gut, dass ich geguckt habe. Das war nämlich heute Morgen nett. Da ist einer wieder krank. Wer hat hier, wer war das? Du bist es. Guck, der. Den müssen wir separieren. Sisch. Ich tue mir noch die Penny anstecken. Also, immer einer wird krank von deinen Depoten. Das ist einfach nichts, sag's euch. Deswegen habe ich immer Angst. Habt ihr heute nichts gelegt? Warum nicht? Kriegt ihr Ärger mit mir?
Okay. Separation. Guck, die Katzen immer dabei. Ja, wo ist er jetzt? Du bist es. Na gut. Ja, yippie-yay, Wasser. So. Wir müssen dringend gießen. Genau. Sehr gut. Oh, ich sag's euch. Also jetzt habe ich erstmal, ich glaube, 4 Puten separiert. Ja, 4 und einer mit der Penny und ach, es interessiert euch ja eh nicht wahrscheinlich, wie viel Puten ich separiert habe. Ist doch egal. Hauptsache der gute Moringa-Baum wächst. Und die Schwiegermutter hat hier eine Mango reingetan. Sie sieht, hier wächst immer irgendwas. Also ich will ja, wie gesagt, jetzt Molochea sehen. Ich weiß noch gar nicht, ob das die Saison ist. Mahmoud sagt Molochea, muss er mal fragen, ob man das wieder macht. Diesen Teppich lasse ich reinigen. Das ist doch der 2 Meter auf, was weiß ich, für 30 Pfund. Und das kriegen die Katzen dann im Katzenzimmer. Mit Mahmoud schon besprochen. Na, den hatte ich ja beim Swimmingpool. Den muss man jetzt erstmal reinigen. Der ist nicht schön. Und bevor ich das mache, 30 Pfund, das sind 2 Euro. Hör mal auf. Das mache ich mir nicht noch kaputt, der Rücken und alles. Leute, ich denke einfach, ich habe gar keine Darmkolik. Ich glaube, ich habe eine Nierenkolik gehabt. Die Leute hier, die haben eh keine Ahnung. Niere oder Darm ist doch das Gleiche. Gell? Weil warum tut mir denn die Niere weh, wenn irgendwie, wenn es mit dem Darm zu tun hat? Weiß auch nicht. Egal, ich esse jetzt trotzdem Spaghetti Bolognese. Der sagt, ich darf keine Salsa dann essen. Was hat das damit zu tun? Das ist doch eine normale Soße. Nichts Gebratenes und so. Ah ja, komm. Ich esse das und wenn es schlimm wird, dann habe ich immer noch meine Spritz. Also, jetzt gieße ich erstmal Leute, gell? So ist es. Na, Younes war doch heute in Naga Hammadi und zeig mal, was du bekommen hast. Eine neue Handyhülle und ein Screen, ein Plastikding für 20 Pfund. Mama, das ist nicht nur ein gewöhnlich, das ist Glas. Das fällt in den Boden, nur das wird kaputt, aber nicht das Handy. Wow, das ist nichts Gewöhnliches natürlich. Ja. Etwas Außergewöhnliches. Baba hat sich iPods gekauft. Was, hat er? Der Baba hat ein iPod. Was? Das ist diese Dinger, die ohne Kabel. Das ist doch, heißt doch nicht iPod, oder? Hell, leave me alone. Earpods, und du hast, das ist doch egal, die ganze Ehe. Leave me alone. Was hast du heute? Mein Test. Die hat heute eine Prüfung. Also, da es kommen extra Chefs von außerhalb oder was auch immer. Die machen heute eine Prüfung mit euch und zwar 4 Fragen werden gestellt. Von allen Suren, die ihr kennt, müsst ihr dann von Anfang, von der irgendeine Sure von der Mitte und vom Ende, ne, müsst ihr einfach weiter sagen. Wahrscheinlich sagen sie einfach den Namen der Sura. Das wird die erste Frage sein. Die zweite Frage, vielleicht die zweite Ayah und mittendrin und dann die letzte Strophe zum Beispiel. Bin mal gespannt. Natürlich klappt das, Mausi. Ist ganz aufgeregt. Am schlimmsten, ich bin um 8 Uhr morgens eingeschlafen und jetzt erst um 1 Uhr mittags. Nein, das stimmt doch gar nicht. Nein. Ich habe dich um 10 Uhr gerufen und da hast du nicht mehr gehört. Du bist um 10 Uhr eingeschlafen. Und hast 3 Stunden geschlafen. Dein Körper braucht es, Mausi. Na, und ich rufe da wie ein Säckel, ich wollte, dass du die Katzen fütterst. Guck mal, wie die Fische da rumschnatteln. Schmatzen. Schmatzt ihr? Ja. Die springen hoch. Wir haben gerade wir haben sie gezähmt mit den Fingern, der gell? Hai. Guck mal hier. Der Hai hüpft. Echt jetzt? Ich höre nämlich so Sprünge. Jetzt gehen wir mal zum Baba. Was der Baba sich gekauft hat, wie das Zeug heißt. Moment. Don't be shy, Habibi. Der hat, aha. And where is mine? You bring me also one. Aha. Sag. I'm joking. This is mine? Das andere, Habibi. Is this working for me? I asked him, we can use it for the telephone, Galila. But you can...
I say, but we can listen together, Aywa. Habibi, this would be funny. And how much cost this? Balash. And why you don't bring it for me? Also, you know I need one. Take it off the neck. Nice. Look, it's working, oh, lala. And how much? 5 pound? Ja klar. 50 Pfund. Ach, geht doch. Halas, relax, Habibi, relax. Ich hol mir auch solche. Ha, ja klar. Ja klar, never you bring for 500 such things. 500 Pfund wird er niemals zahlen, Habibi. Fibim Tian, the start was 200. Mesh, but you will not spend money so much. I know this. And 6 and 53,000. Akit. And this is for Hamsin. But I love you. Habibi, so sweetie. Meine Arusa, Habibti. Gehst du mit dem pinken Schipschip? Ja. Habibti, Masha'Allah, Aleki. Komm, Habibti, meine Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Ja, hier kommt der Prinz. Und die haben sich hier so. Hier ist auch am Fuß. Deutschlandflagge. Ja? Yunus, du gehst jetzt zum Koran. Akit. Doch, jetzt. Mohammed, Koran, Fidel Wati. Also nicht aufgeregt sein, Mausi, das schaffst du. Ach was. Alles gut. Durcheinander. Sie ist ganz aufgeregt. Guck, schön gegossen hier. Die sehen, dass du aufgeregt bist. Jeder ist aufgeregt bei der Prüfung. Ne? Süße Maus. Tigi, die ganze Zeit. Tigi. Ja? Die geht zu einer Prüfung. Sag, du schaffst es. Das schaffst du mit links. Sogar mit linke Pfote genommen. Gell, Mausi? Nein, don't worry. Ah, mein Magen. Mein Darm. Übrigens, wenn es juckt, habe schon wieder nach den Spaghetti-Krämpfe des Todes bekommen, schnell den Saft getrunken und eine Tablette genommen und dann ging's. Dann bin ich eingeschlafen, gell, mein Mann. Wieso sprichst du Spaghetti? Sag ich doch, soll ich es wegschmeißen? Muss man doch essen, Spaghetti. Ein bisschen habe ich noch, aber das traue ich mich jetzt nicht zu essen. Es war echt schmerzhaft. Hadu. Allah, Allah, Abdallah. Der macht ihm auch diese Aufkleber drauf. Hä? Der nimmt sich einfach, guck mal, eine Hand aus der Tüte und sagt, das ist meine. Echt jetzt? Halas, lass ihn doch, ist doch egal. Eure. Halas, also die gehen jetzt gleich zum Koran. Und du bist gerade aufgestanden, Mister. Oh, Baby, guten Morgen. Ja. Guck mal hier. Oh. Alles weg. Heide, nein. Siehst du aus. Ne? Also geht ihr. Jetzt kommt gleich Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uff, nicht aufregen, Charlie. Cool bleiben. Guck mal, was da los ist. Hat die Lämmle schon gekriegt? Doch, da bist du. Da sind die Lämmle. Hanoi. Du, wir müssen unbedingt, definitiv, ihr zwei, stören Friede hier. Dann kann ich nämlich die wieder zurücktun zu den anderen. Ja, ihr zwei, ihr seid jetzt genug. Ihr habt genug. Ne? Was ist? Warum humpelst du? Der Fuß eingeschlafen. Ach so, die wollen raus, genau. Kommt, ihr dürft raus. Tada. Wie, 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 wie. Na? Also sie ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Ist alles okay mit dir? Alles okay? Cola. Schuh. Ach so, jemand wollte mal wissen, ob wir
Mit, ja, wir hatten mal ein Schaf, Schuschu. Haben aber wieder verkauft. Na. So, dann lassen wir jetzt mal die Tiere raus. Die Kätzle. Guck mal, der Gobi hat sich reingeschleimt ins falsche Loch. Gobi, was machst denn du hier? Ja, komm. Kommst raus. Na, komm. Guck mal. Gobi. Maschi. Ich sag's euch, Leute. Hier ist alles komisch. Miau, die Parisi. Na komm, Paris, komm. Komm, Habibti. So. Na, alles leer, da ist nichts mehr zu fressen. Gut, meine Lieben. Ach, ich sag's euch. Ist das schön. Na, ah ja, heute habt ihr das gegessen, gell? Den Rest haben die anderen ausgeleckt. Das haben wir aufgemacht. Ja, Catmix. Lecker, lecker, lecker. Das hat ihnen geschmeckt. Gell? Müssen wir nachher wegschmeißen. Ja, lecker war's. Gut, mein Lieben, das war's im Video erstmal. Gell? Ist dein Auge besser? Zeig mal. Ja, es tränt manchmal ihr Auge. Gell? Bei dir war das auch so. Und dann war's weg. Das war's mit dem Video. Kinder sehen, gehen zum Koran und ich erzähle euch morgen dann. Natürlich, macht die Mausi, wie immer. Brauchen wir gar nicht keine Gedanken machen. Und selbst wenn nicht, das ist ja kein Weltuntergang. Okay, also, wisch die Tage, Massilema. Bye, bye.